So, derjenige, der bei mir ist, den kennen wir alle eigentlich schon gut genug, denn der ist hier mit dem Golf, glaube ich, angefahren und direkt ins Karl-Benz-Stadion rein. Hat sich selbst vorgestellt, fand ich mega sympathisch, kam aus Sandhausen, Jesper Verlaat. Ich glaube, der größte Spieler mittlerweile bei uns. Ja, könnte hinhauen, ja. Also ich glaube, ich bin einer der Größten, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch. Höchstens Scholle vielleicht, der dann noch Scholle mithält. Gut, aber der fällt ja nicht so auf im Tor, ne? Also mir wird auch schon letztens gesagt im Fernsehen, dass ich echt wirklich auch der Einzige, gefühlt auch der Blonde so bin, so, und mit Cello hinten drin, aber fast einen Kopf größer bin als alle anderen. Ja, vor allem Dino war begeistert von der Frisur, die du hattest bei der Neuvorstellung. Hat er gesagt, endlich mal einer mit einem Haarschnitt wie er selbst. Also fantastisch eigentlich. Du bist eigentlich eine Frohnatur, so schätzt man dich jetzt ein. Ist es wirklich so? Ja, also ich bin eigentlich immer am Lächeln, immer froh und ja, immer positiv. Also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man ein positiver Mensch ist und einfach auch die Ausstrahlung positiv ist und man immer nach vorne guckt, immer glücklich und ja, und auf jeden Fall auch glücklich ist mit das, was man hat. Und da können wir natürlich nicht meckern und vor allem auch ich nicht meckern. Und es ist auf jeden Fall ein schönes Privileg, was wir haben. Definitiv. Auf dem Platz braucht man natürlich dann eine andere Persönlichkeit. Klar, ja, ja. Das haben wir aber, glaube ich, im letzten Pokalspiel auf jeden Fall schon gesehen, dass der Herr Verlaat dann nicht lächelnd über den Platz läuft. Ja, man muss ja differenzieren. Also meine Mutter hat immer früher zu mir gesagt, als ich noch klein war, neben dem Platz darf ich der nette Jesper sein, so, aber auf dem Platz muss das genau das Gegenteil sein, dass man sich nicht den Schneid abkaufen lässt. Und das ist auch wichtig. Also man will ja auch gewinnen, aber natürlich auch mit der gewissen Freude verbunden, weil Fußballspielen macht ja auch Spaß. Aber natürlich ist auch die Gier da, weil man will gewinnen. Man ist Sportler, man ist auch Leistungssportler und man will jedes Spiel gewinnen. Und basta. Und wenn das auch mal auf eine andere Art muss, dann ist das für mich auch gar kein Problem am Spieltag. Jetzt kommst du aus der zweiten Liga, kriegst natürlich sofort den Stempel aufgedrückt, Führungsspieler. So ist es nun mal bei den Fans. Ja. Wie gehst du damit um? Fühlst du dich da gewachsen? Und wie ist die Rolle denn tatsächlich im Team? Ja, also ich wusste natürlich mit meiner Entscheidung, wenn ich nach Mannheim komme, was mich so erwartet, wurde auch in den Gesprächen auch ganz klar gesagt, was von mir erwartet wird. Und für mich war es wichtig, dass ich sportlich den richtigen Schritt mache, dass ich wieder zum Spielen komme, dass ich mich auch nochmal persönlich weiterentwickeln kann innerhalb der Mannschaft und natürlich auch mein Bestes gibt für den Verein. Und dass man dann zusammen, sag ich mal, zu einer Einheit wird und gemeinsam die Ziele erreicht, die man auch will. Und also ich sehe jetzt nicht als Druck. Ich gebe mein Bestes, ich will mein Bestes eingeben in die Truppe und das versuche ich mit aller Kraft, was ich habe. Als du in Sandhausen warst, wirst du wahrscheinlich schon ein oder zweimal in Mannheim gewesen sein, um dort vielleicht wegzugehen oder Kaffee zu trinken. Von daher hat sich für dich wahrscheinlich nicht viel geändert. Nein, also die Umstellung war jetzt nicht groß. Ich war auch schon des Öfteren mal in Mannheim mit ein paar Spielern von Sandhausen, mal was essen. Deswegen ist es mir ja nicht neu. Aber natürlich habe ich jetzt schon Ecken kennengelernt, die ich vorher noch nicht kannte. Also von Tag zu Tag lerne ich die Stadt auch mehr kennen. Und umso Tag wird sie auch schöner, muss ich sagen. In Sandhausen schwebt der Name Waldhof ja wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen rum, durch die Nähe. Wie ist es jetzt letzten Endes hier zu sein? Sag ich mal, die Fassade komplett voll mit dem Waldhof-Logo, mit dem Stadtwappen. Ist ja schon ein bisschen beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Also erstens, als ich das Stadion das erste Mal gesehen habe, das war schon sehr beeindruckend. Jetzt auch hier am Alsenweg. Vor allem, wenn man da ankommt mit diesen großen Wappen, die dann drauf gemalt sind, ist schon sehr beeindruckend. Und vor allem ist, man merkt auch, es ist... alles ein bisschen älter, aber das hat so seinen Charme, finde ich. So. Und das ist so dieser altmodische Fußball und da kommt man in die Kabine rein und es riecht richtig nach Fußball. So. Und das hat was, finde ich. Und freue mich einfach hier zu sein dann auch. Ja, das freut uns natürlich auch, sowas zu hören. Jetzt haben wir ja einen alten Bekannten eigentlich direkt neben dir stehen auf dem Platz. Ihr kennt euch aus Sandhausen. Ja, wie ist das Wiedersehen gelaufen? Wie viel Kontakt hattet ihr denn in Sandhausen eigentlich? Weil da war Marcel ja der Frische, der Aufstrebende. Und jetzt kommst du von oben runter sozusagen und jetzt begegnet ihr euch wieder und zwar direkt nebeneinander. Ja, also der hat mir auch sofort geschrieben, nachdem der Wechsel klar war, als es offiziell war, hat er mir sofort geschrieben, ich wusste es und hatte so, ja, freue mich und so. War schon sehr schön und in Sandhausen haben wir ein halbes Jahr zusammengespielt. In der kürzesten Zeit hat man schon gemerkt, auch was für ein angenehmer Typ der ist, obwohl wir eigentlich auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Konkurrenten waren. Ich kam neu und das war auch so ein bisschen seine Position. Aber trotzdem hat man sich gut verstanden. So. Also es war kein unangenehmer Typ und das hat er und ich auch beide mitgenommen aus der Erfahrung. Und deswegen war dieses Zusammentreffen war positiv und wir verstehen uns gut auf dem Platz und neben dem Platz.
Jetzt ist ja fast ein komplett neues Team oder extrem viele neue auch da, was uns ja einerseits auch freut, dass wieder neuer Schwung reinkommt. Andererseits weint man natürlich auch anderen Spielern hinterher. Ist in der Fanszene immer so. Auf wen können wir uns denn megamäßig freuen? Was für Eindrücke gewinnst du im Training? Auf wen können wir als Fans uns richtig freuen, außer auf dich? Also, ich muss sagen, dass mir in diesen kurzen Zeit oder in den Wochen, die wir jetzt Vorbereitung hatten, ist mir extrem aufgefallen, das der Zusammenhalt. Also nicht vereinzelte, also klar haben auch vereinzelte gute Qualitäten, aber dieser Teamgeist, der auch vor allem auch neben dem Platz herrscht, das kenne ich so noch nicht. Und das lässt mich auch sehr positiv stimmen und wir versuchen Fußball zu spielen und wir spielen auch guten Fußball. Das ist mir in den Trainingszeiten auch sehr gut aufgefallen, dass einfach auch gute Kicker dabei hast. Wir wollen Fußball spielen und alle gierig, junges Team. Wir wollen gewinnen und wir wollen das bestmöglich rausholen. Und ich glaube, man kann sich einfach auf das gesamte Team freuen, was wir einfach alles reinhauen werden und das bestmöglich rausholen wollen. So wollen wir das hören, so nehmen wir das mit. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, ja, vielen Gesundheit Dank. Natürlich. Das ist wichtig. Für eine lange, anstrengende Runde, die es ja auch sein wird. Ja. Und wir freuen uns auf das, was da kommen wird. Ich mich auch. Dankeschön.